brisantes Haus. Die Straße hat gesprochen und will Tyler Morgan im Outlaws Rush. Nachdem unsere Lieblingscrew in allen Rennen dominiert hat, wird Tyler jetzt gegen die besten Streetracer des Landes fahren. Es gibt zwar Gerüchte, das Haus würde den Outlaws Rush manipulieren, aber hey, hoffen wir einfach, dass selbst das Tyler und seine Crew nicht aufhalten kann. Tyler, die Straße hat gesprochen. Bringt das Haus zu Fall. Toll, nur kein Druck. So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Payback. Ihr habt gerade vielleicht schon eine Nachricht gesehen, oder ich bin sie danach ein, ich weiß es noch nicht. Ich habe jedenfalls dieses Auto aufgebaut. Ich wollte jetzt keine separate Folge daraus machen. Ja. Der ein oder andere kennt dieses Auto, der ein oder andere vielleicht auch nicht. Es ist historisch gesehen nicht ganz korrekt. Weil Neon, weil falsches Bodykit, weil andere Felgen und eigentlich passt alles nicht. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Das hier ist ein 350Z. Aber nicht irgendein 350Z, nee. Natürlich, die Fenster noch ein bisschen mehr. Ihr kennt vielleicht noch aus Need for Speed 2015 die gute Melissa, und das war so oder so ähnlich ihr Auto in Underground 1. Und da wir das in Need for Speed 2015 nicht nehmen konnten, ich hoffe, die Folge ist mittlerweile draußen, wenn ich euch das hier erzähle. Es kann aber gut sein, dass die Folge dann schon draußen ist. Dachte ich mir, wir fahren das letzte Event mit dem Baby hier. Theoretisch, ja, das ist der zweite Teil der Reboot-Reihe. Bist du jetzt hier im Tuning? Vermutlich wäre Rachels 350Z aus Underground 2 ikonischer gewesen, aber das wird halt jeder nehmen. Ich hatte Bock auf Melissas Auto. Auch wenn man hier unseren schicken Lotus sieht, der zwar weniger PS hat, aber sonst im Allgemeinen, besser dasteht. Aber das wäre zu langsam. Zu langsam. Also vor allem zu langsam, weil er schneller dasteht. Nein. Das wäre zu langweilig, und dementsprechend hatte ich Bock darauf, dass wir das Auto nehmen. Ja, so einfach ist es. So sieht's aus. Und dementsprechend, wir porten jetzt mal zu der Tankstelle. Nicht direkt zum Airfield. Ich würde noch mal ganz gerne in das Fahrzeug reinhören. Es ist nämlich ganz optimal getuned, also die Teile passen nicht zu 100%. So dass man Set-Bonus bekommen wird, aber ist schon schick. Ist schon schick, der Kleine. Kann man nichts sagen. Das hört sich wunderschön an. Also, das war ein Grund. Ein anderer Grund, warum ich den Outlaws Rush mit einem 350Z fahren wollte. Tyler hatte zu Beginn der Story einen Skyline. So. In einem Skyline zu fahren, war mir zu langweilig. Vor allem, man muss sagen, bevor ich das jetzt starte. Wir hatten ja schon den Skyline im Need for Speed 2015, und die Tuning-Teile hier sind nicht sonderlich anders. Ich meine, klar, es ist ein Skyline, es ist ein R34. Den kann man nehmen. Das sollte man auch, aber ich will euch ja verschiedene Fahrzeuge zeigen. Und der Kleine hier war bei Need for Speed 2015 leider nicht dabei. Und ja, abgesehen davon habe ich erfahren, dass der Motor, den er vorne verbaut hat, dass der längs eingebaut wurde, damit natürlich wir haben ja hier Heckantrieb, damit man Getriebe, Kardanwell, alles durchziehen kann. Aber der Motor ist scheinbar dafür konzipiert worden, quer eingebaut zu werden, und wurde so auch im Nissan Altima V6 eingebaut. Habe ich so random heute erfahren.
Ich habe mal kurz danach gegoogelt, es scheint wohl zu sein, wenn ihr Näheres wisst oder wisst, dass ich gerade Bullshit laber, ja, dann korrigiert mich gern in den Kommentaren. Klar, der 350Z hat mehr Leistung als ein Altima, das ist eine aufgebohrte Version von dem Motor, aber es scheint wohl der gleiche Block zu sein, die gleiche Technik zu sein, mit ein paar veränderten Anbauteilen. Und so wie der Motor im 350Z verbaut wurde, kam er ja auch im G35 von Infiniti raus, also G35, G35, whatever. Das Haus wird versuchen, uns aufzuhalten. Rechnet mit Killswitch-Wagen und heftiger Cop-Präsenz. Jess, sind wir bereit? Wir werden sie fertig machen. Gut. Oh, schön. Alles geklärt. Meine Gang und ich werden den Cops Feuer machen. Übrigens, Mac, ich finde dein und T-Shirt sehr, sehr schön. Ich habe ein sehr schönes Motiv. Eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh, Tyler. Nur so am sobald du Rande weißt, mit welchen Wagen du den Rush fährst, solltest du dafür sorgen, dass sie perfekt abgestimmt sind. Klar. Wir sehen sie uns nochmal an. Ja. Okay, na dann. Stürzen wir mal das Haus. Auf geht's! Von Mo. Die Vorbereitungen sind beendet. Das geht's mal so. Unsere Wagen stehen. Wo ist der Outlaws Rush? Der ist da unten. Wisst ihr was? Wir fahren da hin. Wir fahren da jetzt einfach hin mit unserem wunderschönen 350Z. Orangen Racing Qualm hatte Melissa damals natürlich auch nicht. Gab es im Spiel allerdings damals nicht, also in Underground 1. Die Nitro-Farbe dürfte blau gewesen sein in Underground 1, aber so ein schickes Auto in dem Grau und in dem Orange. Musste einfach sein, genauso wie das Neon. Wir hatten ewig lang keine Unterbodenbeleuchtung mehr bei einem Need for Speed. Da muss das schon mal sein. Und der Kleine hat Power! So dürfte der Lotus doch nicht besser gehen, aber wie gesagt, muss es nicht sein. Den Arsch auf. Tyler? Ja, du bist halt im Rush. Tu nicht so, als wärst du überrascht. Du wusstest, dass ich es schaffe. Es ist nicht irgendein Barrier-Straßenrennen mit Seth und den Jungs, Tyler. In der realen Welt reicht es nicht, der Beste zu sein. Glaub mir, ich hab's versucht. Du konntest mich schon damals nicht schlagen, Lina. Und obwohl du jetzt Geld und das Haus im Rücken hast, schlägst du mich immer noch nicht. Für dich ist alles ein Rennen. Und das wird sich nie ändern. Ich werde dich nicht mehr schlagen. Ich werde dich vernichten. Ich schenke mir das Ripperin einfach. Geht schon wieder so los wie in den letzten Folgen. Ich würde schon ganz gern mit dem Hutschnauter dort unten ankommen. Um mir die Kampfspuren erst während des Rennens zu holen. Klingt doch ganz gut eigentlich, oder? Okay, also machen wir das. Wer von euch davon ausgeht, dass ich versuchen werde, Lina das ein oder andere Mal in die Klippe runterzustürzen, ihr könntet recht behalten. Mehr sage ich nicht. Aber ich hätte jetzt hier mehr erwartet an der Stelle. Oh yeah. Bin ich. Ich auch. Ich habe ein Vermögen verdient, weil ich auf euch gesetzt habe, als die Quote noch 100 zu 1 stand. Ich bin also mehr als begeistert. Freut mich. Aber jetzt habe ich mein Casino gegen das Haus gewettet. Krass, oder? Gewinnst du, ist das Haus bankrott. Verlierst du, sitze ich auf der Straße. Also, go, Tyler. Du hast was? Ernsthaft, sei so nett und gewinn, Tyler. Ja. Wäre nicht schlecht, ne? So. Wir könnten jetzt natürlich auch hier das Baby hier nehmen.
Hätte ich schon Bock drauf. Hätte ich irgendwie keinen Bock drauf, aber nö, wir haben uns ja den hier hergerichtet. Und wir brauchen einen Offroader für Teile. Evo und 350Z. Das klingt doch. Sehr gut. Du hast es also tatsächlich ins Rennen geschafft. Und ich bin hier, um dich zu schlagen. Oh, Tyler. Jeder Fahrer wird dich fertig machen, weißt du? Jeder Cop in der Stadt wird dich verfolgen. Du bist nichts als ein Loser, der mir im Weg steht. Und deine Glückssträhne wird enden. Genau da liegst du falsch. Hier geht es nicht um Glück. Jazz, Mac, es ist soweit. Du schaffst das, Ty. Viel Glück. Ich hab schon Navarro gesagt. Glück hat damit nichts zu tun. Wo ist sie denn? Sie fährt ja gar nicht mit. Was ist da los? Die Drohne ist in der Luft. Ich melde mich, falls Lina irgendwas versucht. Diese Tüte ist am besten Racer des Landes. Vergiss nicht, um eine Runde weiterzukommen, reicht es in der oberen Hälfte zu landen. Danke, Jess. Aber du kennst mich. Wenn ich fahre, dann um zu gewinnen. Oh ja. Also diese Reset gerade war genauso wie der Crash gerade davor, total unnötig. Aber hey, scheint, als gäbe es hier mehrere Runden. Klingt auf jeden Fall spannend. Scheint auch ein Sprintrennen zu sein und kein Rundkurs. Wir haben wunderschöne 23 Kilometer vor uns. Und der kleine Nissan hat genug davon, mit den ganzen Supersportwagen hier mitzuhalten. Und sich fertig zu machen. Natürlich nicht. Vorsicht, Tyler! Mit denen komme ich schon klar. Das hoffe ich, Mann. Ich kenne einige der Wagen. Horseman, Vasile, Nova, mach den Platz. Ihr wollt mich wohl verarschen. Na sowas. Nova, die will immer noch die Welt retten. Ciao. Mr. Morgan, bist du bereit für dein Ende? Der Collector will einen Abriss. Und ich werde ihn durchführen. Oh, das sieht nicht gut aus. Es gibt Ärger und er nimmt direkten Kurs auf Tyler Morgan. Ihr kommt doch eh nicht ran, was wollt ihr? Ach, der Dragster geht eh komplett quer. Racer, unser Freund Ty legt einen perfekten Start hin und geht schon früh in Führung. Aber das Haus wird nicht fair spielen, also bleibt dran. Na komm, traut euch. Und weg seid ihr. So sieht's aus. Ach, der Russe ist noch da. Ciao. Das habt ihr davon. Bitte bleiben Sie dran, wenn große technische Probleme. Und da sind wir wieder. Na, wo sind sie denn? Ist ja langweilig an der Spitze so ohne euch. Na kommt. Ernsthaft, okay. Die sind schon hier. Okay. Ihr habt doch eh keine Chance. Aber Horseman und Nova? Na, komm nicht ran. Wäre mir auch nicht neu. Der Outlaws Rush geht auf die Schmuggler der goldenen 20er zurück. Ganz genau. Daher das Outlaw im Outlaws Rush. Ah. Okay. Like a NASCAR. Ah, da ist. Ja, die hat jetzt auch nicht mehr drauf gekommen. Na komm, komm her. Ich will dein Auto auch noch schrotten. Komm her. Sehr gut, Kai. Die erste Etappe ist halb rum und du führst. Ja, danke. Danke. Ich gebe mein Bestes. Wo hast du Holzmann gelassen?
Danke zum Driften zu blöd, das war Katastrophe. Katastrophe. Was genau ist jetzt dein Plan eigentlich? Genau so funktioniert das. So einfach. Aber nein, du bist zu blöd zum Scheißen. Nicht mal das bekommst du hin. Beherrscht ihr die Blacklist, den Skipping besiegt, den Run absolviert? Dann willkommen beim Outlaws Rush, der ultimativen Herausforderung. Oh. So sieht's aus, aber die Blacklist müssen wir auch nochmal dominieren. Am liebsten auch im Let's Play. Need for Speed Most Wanted. Ich wollte nur sagen, Hals und Beinbruch. Im übertragenen Sinne natürlich. Klar, danke. Gewinn einfach, denn wenn ich mein Casino verliere, breche ich dir wirklich die Beine. Ich mach nur Spaß. Nein, oder nicht? Frag den Typen. Du musst ein totales berechnendes Arschloch sein, aber ich finde ihn lustig. Oh mein Gott. Jetzt bist du schon wieder da. Mein Gott. Was für heftige Eingriffe. So, jetzt reicht's mir aber mit dir. Meine Fresse. Das wäre ein schreckliches Vibe. Ohne Scheiß. Ich bin eigentlich normalerweise voll der liebe Typ und ja, ganz ehrlich, die Alte macht mich kirre. Ich hoffe, die hat's endgültig zerrissen. Und wo ist Holzmann? Hängt er da irgendwo? Ja. Egal, weiter geht's. Wir haben noch 4 Kilometer, Leute. Dann haben wir die erste Etappe hinter uns. Vermutlich geht es dann auch voll weiter. Und dann folgt vermutlich noch ein schickes Rennen gegen Lina. Oh ja, da freue ich mich drauf. Und wie ich mich drauf freue. Und der 350 Zeit. Ach, dann doch gut. Ah. Oh shit, da freue ich mich auch schon drauf. Nicht. Bin fast beim Observatory. Du bist in Führung und dein Offroad-Wagen wartet. Zieh's durch, Tyler! Danke, Mac, für das Auto. Ja, Evo wird eine kleine Zicke sein, aber das ist okay. Das macht das Ganze nur spannender. Ich vermute mal, dass wir dort auch Gesellschaft bekommen werden, aber das ist in Ordnung. Wir haben hier einen auf Platz 6, der heißt Bull. Ist das der gute Bull von Blacklist Nummer 2? Ist das der sehr gute Toro Sato? Das wäre sehr spannend. Ist auf jeden Fall auch wieder eine coole Anspielung. Und ja. Ich hab auch von vielen gehört, dass Payback eins der schlechteren Need for Speed für die sein soll. Ich persönlich verstehe das jetzt nicht so. Aber ich bin auch jemand, ich finde an jedem Need for Speed irgendetwas Positives, was mir gefällt. Das muss man jetzt mal sagen. Und Payback habe ich wirklich gesuchtet. Worauf wartet ihr? Erledigt ihn! Dann setzt andere Crews ein! Was heißt das, sie sind alle raus? Okay, informier die Cops. Niemand darf durch, außer unserem Mann. Was ist mir so schon egal? Die Fahrer haben auf ihre Offroad-Autos gewechselt. Jetzt wird's richtig schmutzig. So wie ich es mag. Und sie sind im Gelände. Und wissen weniger als vorher. Boah, und die Kiste zick. Das ist ja brutal. Holy shit.
das Henning-Modell von der Kiste ist alles andere als geil. Aber fuck it. Nach den ganzen Folgen und dem Grinding hier zu stehen, ist absolut genial, Leute. Und, du bist sowas von erledigt. Das ist das zweite Let's Play, das wir miteinander durchspielen, Leute. Oh mein fucking Gott. Ich muss dazu sagen, nach dem Outlaws Rush ist die Karriere eigentlich durch, also das ist die Hauptmission. Aber wir haben noch kleine Nebenquests. Die werden wir definitiv auch angehen. Nur wie regelmäßig das Ganze kommen wird, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht mal nicht so häufig, weil ich eigentlich den Let's Play-Platz, den dieses LP belegt hat, für ein anderes LP eben freiräumen möchte. Und vielleicht. Ja. Die interessieren mich nicht. Zentrale, bitte Bestätigung dieser Anweisung. Bestätigt, Adam 35. Alle Verfolgungseinheiten. Tyler Morgan ist das Primärziel. Ignorieren Sie die anderen Fahrzeuge. Sie haben Killswitches. Keine Frage. Rettungsspielzeuge müssen nicht schützen. Müssen? Okay. Hier Adam 13. Der Killswitch funktioniert nicht beim Zielfahrzeug. Bitte präzisieren Sie, dass Adam 13 nicht gibt. Tja, Bro. In der Korvette durchzuheizen, ist nicht so cool. Perfekt, ihr Killswitch hat nicht funktioniert. Sehr schön. Er hat funktioniert. Natürlich tut er das. Man brennt die Schaltkreise durch, also wehrt die Kopf lieber schnell los. Okay. Rev, du bist ein absolut geiler Motherfucker. Ah, das muss man jetzt mal so sagen. Absolut geilen Job, Leute, von euch. Mega. Da. Mac, diese Cops gehen mir langsam echt auf die Nerven. Halt einfach bis zum Airfield durch. Erwarte deine Überraschung auf dich. Oh, was habt ihr geplant, Leute? Was habt ihr geplant? Ich muss einfach nur vorne bleiben. Ja, das kriegen wir hin. Alter, jetzt gibt's aufs Maul für euch. Wir setzen den Kopf so lange zu, bis sie uns jagen. Alter, ist das geil. Die letzte Runde, da geht noch was. Der Griffjagd ist im Spiel. Alter! Wir beschäftigen die Kopf von Braxton bis New Haven Lake. Hier ist der Ryan. Egal. Wir halten die Kopf in Downtown beschäftigt. Leg los und gewinn das Rennen, Big Brother. Wir kämpfen für dich. Leuchtbomb hier. Wir sind in Silver Canyon eingeschlagen. Silver City in the Barrio. Wir halten die Kopf hier mächtig auf Draht. Hol dir den Sieg, Lil Tan. Amor 22 meldet mehrere Code-3-Vorfälle in und außerhalb der Stadt. Fordere sofortige Unterstützung an. Die Lage droht zu eskalieren. Das muss warten. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten für morgen. Bei allem Respekt, man. Wir haben es überall mit rücksichtslosen Fahrern zu tun, die öffentliches Eigentum gefährden. Situation ist kritisch. Bestätige Amor 22. Code Red an alle verfügbaren Einheiten in den Bezirken 1 bis 4. Bringen Sie diese Fahrer und Fortune Valley unter Kontrolle. Schön, dass wir im Valley so viele Freunde haben. Wir alle stehen hinter dir, Kumpel. Und jetzt gewinn das Ding. Oh, das soll ich machen. Aber Leute, lasst euch nicht verhaften, ne? Ja, schon wieder LKW da gerade durchgebritscht ist. Alter Vater. Ich habe das Gefühl, Lina tobt. Und es befriedigt mich. Es ist wirklich ein sehr befriedigendes Gefühl. Aber es reicht doch nicht. Oh nein. Oh ja. Genau
so sieht's aus, Leute. Genau so. Zack mich doch! Auch wenn die Kiste rumzickt wie Hölle, und das tut sie. Der geht so fucking gut, also der Evo ist so ein geiles Auto. Wenn ich nicht gerade crash. Und diese Soundkulisse. Ram pam 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 pam. Es hat jemand die Popcornmaschine angestellt und ihr Koks gegeben. Ja, wenn er nicht denn die Scheiße bauen würde. Mensch, Teil. Alter, Vater. Also, die Kiste springt nicht, die fliegt. Das ist safe. An mir kommt keiner von euch mehr vorbei. Oh, aber die holen auf. Das gefällt mir nicht. Rush gewinnt, fährt ein Duell gegen den letzten Champion. Wird es Tyler sein? Eure Hüterin würde sagen, es sieht gut aus. Es läuft gut, Kai. Wir alle feuern dich an, Kumpel. Danke für die Hilfe, Mac. Und das war... Das war Etappe Nummer 2, Leute. So schaut's aus. Hi. Sie wurden abgezogen? Wie viele? Alle, Mann? Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ich kümmere mich selbst drum. Das schaffst du nicht. Moment, es gibt einen Fahrertausch. Ist das überhaupt erlaubt? Die Finaletappe des Outlaws Rush wird nicht der Champion, sondern Lina Navarro. Übernimm dich nicht. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Okay, jetzt heißt es du gegen mich, Navarro. Du weißt, was für Tech in unserem Wagen steckt. Du hast keine Chance. Betrüg ruhig. Du verlierst trotzdem. Genau so sieht's aus. Tyler, Tyler, Tyler. Du schaffst das, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Ich hab gesagt, dass ich dich nicht verlösen kann. Was war für Rev? Den du einfach zusammengeschlagen hast. Das war's für dich, Morgan. Mit der Tech in diesem Wagen entscheide ich über das Ergebnis jedes Rennens im Battle. Ach, Scheiße. Jetzt bin ich dran. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Bitte. Selbst dein Freund, der Gambler, weiß, was passieren wird. Er hat sich einfach nur für die falsche Seite entschieden. So viel zu deiner schicken Technik, Navarro. Du verlierst. Davon träumst du. Versucht davon zu kommen. Ich weiß noch, wie du damals in The Barrio warst. In den Rennen mit Jess und den Jungs. Da warst du wirklich gut. Jetzt gewinnst du nur noch durch Manipulation. Leute wie du und ich wurden schon immer beschissen, Morgan. Ich wollte nicht nur ein typisches Spielzeug für andere sein, sondern zu den Gewinnern gehören. Nein, du hast aufgegeben. Deshalb musste ich deine Crew verraten, Tyler. Um aus The Barrio zu kommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Ich bin beeindruckt, wie weit du es geschafft hast, aber hier ist für dich Endstation. Du bist nur das letzte kleine Hindernis auf meinem Weg an die Spitze. Das sehen wir ja dann, an der Ziellinie. Lena,
Sie haben doch behauptet, Sie hätten die Situation im Griff. Ich habe sie ja. Nein. Ich erledige das selbst. Was meinen Sie? Mein Glückwunsch, Morgan. Sie stehen kurz vor dem Sieg gegen meinen Racer. Sieht so aus. Morgan, das Haus könnte jemanden mit Ihrem Talent brauchen. Sie wären der beste Racer der Stadt und unermesslich reich. Aber es gibt einen Haken, richtig? Einen kleinen. Sie müssen das Rennen verlieren. Was soll das? Nur dank mir gehört Ihnen diese Stadt. Und dank Ihrer verdammten Fehde verliere ich sie wieder. Danke für das Angebot. Ich passe. Kommen Sie schon, Morgan. Was wollen Sie? Ruhm? Geld? Linas Kopf auf einem Tablett. Sagen. Ich will, dass Sie alles tun, um mich zu schlagen. Dann weiß ich nämlich auf jeden Fall, dass mein Sieg verdient war. Das so sieht's aus. Ist noch nicht vorbei. Richtige Antwort, Tyler. Tyler, Morgan liegt in Führung, das könnte es sein. Es ist noch nicht zu spät, Morgan. Sie müssen nur verlieren. Nope, du wirst alles verlieren. Ach, Quatsch. Ja, ja, Bam. Ja! Lina, die Tech in deinem Wagen ist scheiße. Ruiniert, Navarro. Ihr Versagen wird mich den letzten Cent kosten. Das Haus ist mit den Straßen fertig. Und mit Ihnen ebenfalls. Was? Nein, ich habe zu hart dafür... Alles, was Sie haben, verdanken Sie mir. Jetzt verlieren Sie es wieder. Dann werden wir aber gemeinsam untergehen. Sie wissen, wie viel ich über Sie weiß. Über alle von euch. Es war dumm, Ihnen zu vertrauen. Diesen Fehler mache ich nie wieder. Der Rush und das Haus sind Geschichte. Was kommt als nächstes? Ich wüsste da was. Nein. Sag bloß. Wie wär's mit einem Rennen zum Airfield? Ernsthaft? Ja, höre ich da etwa gut. Angst? Verstehe ich gut. Genau das machen wir. Du bist erledigt. Genau das machen wir, Leute. Tja, Leute. Das war's. Das war Need for Speed Payback. Also es gibt noch zwei Storylines, die kommen noch. Das sind mehr so Nebenstories. Die machen wir noch. Wird wie gesagt nicht so regelmäßig kommen wie das Haupt-LP. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das LP hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich lasse das jetzt hier noch ein bisschen durchlaufen. Und ja, dann bin ich raus für heute. Ciao, ciao. I'm
my beating heart. To do. Yeah.
patience keep you warm. So you better run. Time has come, future is now, oh Lord, the stage is yours, go take your bow, weather the storm, the clouds will pass you by, hit the road. Let a redemption keep you warm. So you better run. Running in a rat.
much in the bank. I got a lot I can say. Caught up with God as I say. I hope you forgive my mistakes. Yeah, run around with the renegades. You should take a seat, save your energy. I try to heal the guys with a band-aid. In a time of need, you call your enemies. I landed in a visa and I need a visa. I ain't playing with you, this no mama me. I need a hottie toddy with a body. Yeah, I just spit the knowledge that I'm out of here. That's what they are when we come around. This is your time when we want it now. How big is your army? 100,000. If you want the rain, then we coming down. Summer the cool, I'm awesome. Keep flipping the Carsons, we should run for the pool. Ihr Spiel gegen das Haus war skrupellos und elegant, Mr. Weir. Tyler Morgan war ein kluger Schachzug. Er könnte in Zukunft noch nützlich sein. Ich weiß. Der Kollektor ist Geschichte. Sie haben gewonnen. Willkommen bei Arkwright. Glückwunsch. Du hast den Outlaws Rush gewonnen und das Haus in die Knie gezwungen. Nun, da der Kollektor auf der Flucht ist, findet die Streetracing-Szene in Fortune Valley zu erhalten ganz zurück. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das Wrack deiner Träume aufzubauen, die letzten Aktivitäten zu meistern und dich mit Freunden und anderen Fahrern aus aller Welt im Multiplayer Outdrive zu treffen, um ein Rennen zu bestreiten oder einfach nur dein neuestes Setup zu präsentieren. Ja, Leute. Genauso wie gerade eben müssen Credits durchlaufen. Schade, dass das bei Need for Speed 2015 nicht geklappt hat. Ja, und das ist unser unglaublich geiles Fahrzeug, mit dem wir Lina Namero in die Knie gezogen haben. Das war's, Leute! Das Let's Play ist nun offiziell beendet. Wir haben hier noch einmal allerdings eine kleine Storyline, die wir noch abgreifen können, abfahren können. Ich weiß nicht wieso. Genau hier tritt als Jess Miller in einem getunten Castrol Audi 8 Plus in den Canyons ein. Das werden wir machen, allerdings noch nicht jetzt. Das nächste, was wir angehen, ist Speedcross. Das ist auch unglaublich geil. Also ich habe mir das damals, also Speedcross habe ich mir damals angeschaut, Time Trail nicht. Time Trail habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber Speedcross. Speedcross, Leute, kann ich euch sagen, das wird Spaß machen. Da schauen wir uns auch noch gemeinsam an. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht die Tage, aber es kommt. Bis dahin, freut euch drauf. Ciao, ciao. Oh, hallo Freunde. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel ist das? Das ist die Endcard. Und ich möchte euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Es würde uns sehr freuen, denn wir freuen uns über jede Unterstützung. Und ja, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, ja, dann könnt ihr es doch einfach abonnieren. Also entweder unten oder hier oben. Auf den Kanal gehen, uns abonnieren und bitte auch die Glocke drücken. Das würde uns sehr freuen. Dann werden wir nämlich sofort über jedes Video von uns direkt in Kenntnis gesetzt. So, und jetzt noch zum üblichen Stuff. Also, wenn ihr unser letztes Video sehen wollt, schaut hier. Wenn ihr ein zufälliges Video aus unserer Playlist sehen wollt, hier. Dann seht ihr irgendeins von diesen zufälligen Videos aus unserem großen Portfolio, das wir so haben. Ja, genau. Freunde, habt noch eine schöne Zeit und abonnieren nicht vergessen.